Also dann, Teilnehmer, auf die Plätze, fertig, los! Gib Gas! Jetzt geht's los! Tiere, kommt, kommt vom Berg, kommt aus dem Tal, ganz egal, ob ihr nun fliegt oder schwimmt, kommt alle mit! Schließt euch an in großer Zahl, alle Tiere helfen bestimmt. Gebt Gas! Tiere kommt! Oh yeah! Gebt Gas! Gebt Gas! Ich sage, gebt Gas! Gebt Gas! Es wird Zeit, dass der listige Gepard sich die listigste List aller Zeiten ausdenkt. Diesmal brauche ich eine super einschläfernde Schlafliedmaschine. Die Musik von meiner Schlafliedmaschine wird die anderen Rennfahrer sofort in einen Tiefschlaf versetzen. Wo kommt denn diese Musik her? Ich weiß nicht, aber irgendwie fühle ich mich plötzlich so unheimlich schläfrig. Ich mich auch. Ich glaube, ich mache auch ein Nickerchen. Blaze, pass auf! Rostfleck, die Musik von Crushers Schlafliedmaschine versetzt alle unsere Freunde in einen Tiefschlaf. Wir können unsere Freunde nur aufwecken, wenn wir ein Geräusch machen, das lauter ist als Crushers Maschine. Augenblick mal! Ich weiß etwas, das super laut ist. Das Brüllen einer Großkatze. Ja! Großkatzen haben ein besonderes Brüllen, mit dem sie andere Katzen rufen. Und das Brüllen eines Löwen ist so laut, dass man es bis zu 8 Kilometer weit hören kann. Okay, Schlafliedmaschine. Mal sehen, ob du lauter bist als das. Blaze brüllt mit Lautstärke 3. Und die Schlafliedmaschine hat Lautstärke 2. Welche Zahl ist größer? 3 oder 2? 3! Ja! Das heißt, das Brüllen von Blaze ist lauter als die Maschine. Seht mal, unsere Freunde wachen auf. Guten Morgen, alle Mann. Oh Mann! Die Schlafliedmaschine wird lauter. Sie spielt jetzt mit Lautstärke 6 und Blaze brüllt mit Lautstärke 3. Welche Zahl ist größer, 3 oder 6? 6! Die Einschlafmusik ist also lauter als das Brüllen von Blaze. Zeit für ein Nickerchen. Gute Nacht. Und jetzt schlafen die Tiere wieder ein. Wir brauchen den lautesten Brüller aller Zeiten, um unsere Freunde aufzuwecken. Brüllt mit mir zusammen, super laut. Brüllt. Wow! Jetzt brüllt Blaze mit Lautstärke 10. Und die Schlafliedmaschine steht auf 6. Welche Zahl ist größer? 10 oder 6? 10, ja! Das heißt, Blaze ist lauter! Ja! Ich hatte einen ganz seltsamen Traum! Freut mich, dass ihr alle wieder wach seid! Danke, Blaze! Du hast uns vor der Schlafliedmaschine gerettet! Tja, ich hoffe, ihr habt euch gut ausgeruht. Denn wir brauchen jetzt unsere ganze Energie, wenn wir Crusher noch einholen und das Rennen gewinnen wollen. Okay! Ja. Los, Freunde! Folgt mir! Damit meine Tierfreunde und ich super schnell fahren können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ich habe das Ziel erreicht. Jetzt kann mich keiner mehr einholen. Und schon gar nicht diese 5 Rentrucks, die immer mehr aufholen. Warte, was? Habe ich gewonnen? Ja! Hurra! Wow! Ich kann's nicht fassen. Was für ein spannendes Finale eines fantastischen Rennens. Juhu! Ja! Ja! Klasse gemacht, Leute. War echt ein super Rennen. Oh ja! Ihr
jetzt bin ich eine Rennboot-Monstermaschine! Wow! Toll gemacht! Lasst uns los, Düsenteam! Ich erhöhe die Rotationsgeschwindigkeit der Schiffsschraube auf 50. Eine Fontäne. Die Fontänen überfluten die Rennstrecke so lange, bis sie jemand abstellt. Ich kann das. Ich brauche nur meine Wasserski. Yeah! Wuhu! Los, Gabi! Okay, Fontäne, Zeit, dich abzustellen. Sie hat sie abgedreht. Sehr gut. Weiter geht's. Lasst uns auch die anderen abstellen. Wenn ihr eine Fontäne seht, ruft Fontäne. Fontäne! Ja! Gut gemacht, Gabi. Seht euch weiter um. Wenn ihr wieder eine Fontäne seht, ruft Fontäne. Nur noch eine ist übrig. Wenn ihr die letzte Fontäne seht, ruft Fontäne. Fontäne! Ja! Toll gemacht, Gabi. Du hast alle Fontänen abgestellt. Seht mal, der Wasserspiegel sinkt. Alles klar. Ja. Und weiter geht's. Wir wollen doch das Rennen gewinnen. Ja. Juhu. Seht, da vorne ist Crusher. Er ist schon fast an der Ziellinie. Festhalten, Leute. Den holen wir gleich ein. Oh, nein. Blaze und sein Team sind direkt hinter mir. Ich muss sie aufhalten und zwar mit einem echt fiesen Trick. Ich weiß, ich benutze die Fernsteuerung einfach für diesen Riesenmagneten. Was ist los, Blaze? Irgendetwas zieht mich nach hinten. Das ist dieser Riesenmagnet. Dieser Magnet ist wirklich stark! Um von hier wegzukommen, muss Blaze richtig Gas geben und seine Reifen sehr schnell drehen. Ja, wir brauchen eine Rotationsgeschwindigkeit von genau 100. Ich weiß, wie ich meine Reifen so schnell drehen lassen kann. Ich benutze meinen Turbo Speed. Und um den Turbo Speed zu benutzen, ruft Gib Speed! Gib Speed! Seht nur, die Rotationsgeschwindigkeit seiner Reifen steigt auf 60, 70, 80, 90, 100! Los, Blaze! Ich werde gewinnen! Ich werde gewinnen! Jetzt werde ich gewinnen! Ich nehme das mal! Wuhu! Ich habe meine Fernsteuerung wieder! Gewinnt den Reifenhausen Grand Prix. Oh, was war das? Es ist ein riesiges Roboter-Erdhörnchen. Und es bewirft uns mit Riesengemüse. Rostfleck, wir müssen irgendwie an dem Erdhörnchen vorbeikommen. Denn wenn nicht, dann schnappt sich Crusher das letzte Ei. Hey, ich habe eine Idee. Bauen wir eine Maschine mit starken Metallklingen, die das Riesengemüse in Stücke schneidet. Wir brauchen eine Elektroschere. Ja, bauen wir uns so eine. Zuerst brauchen wir einen starken Motor. Um den Motor zu bauen, ruft Motor. Motor!
Als nächstes brauchen wir ein Getriebe. Das leitet die Energie vom Motor zu den Klingen. Um das Getriebe zu bauen, ruft Getriebe! Getriebe! Nun noch der allerwichtigste Teil, die scharfen Metallklingen. Um die Metallklingen zu bauen, ruft Metallklingen! Metallklingen! Oh ja! Jetzt bin ich eine Elektroscheren-Monstermaschine! Super! Spring rein, AJ! Wir müssen Gemüse klein schnippeln. Achtung, Gleis! Das Roboter-Erdhörnchen wirft mit Riesenzwiebeln! Zählen wir mal, wie viele Zwiebeln wir zerschnippeln müssen. Zählt mit! 1, 2, 3, 4! Aktiviere Elektroschere für 4 Schnippler! 1, 2, 3, 4! Yippie! Wow! Mach's gut, Erdhörnchen! Super gemacht, Blaze! Und seht nur, das 100. Ei ist gleich da vorne! Ich werde das 100. Ei niemals! Ei? Da ist es! Das 100. Ei! Ich hab's endlich gefunden! Oh oh, Crusher ist viel näher am Ei als wir! Um vor Crusher beim letzten Ei zu sein, müssen wir super schnell fahren! Es wird Zeit für den Turbo-Speed! Damit wir turbo-schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Vollgas! Das 100. Ei, ganz für mich allein! Ladies and Gentlemen, Trucks! Die Sieger der 100 Eiersuche sind Blaze und AJ! Ich gratuliere dir, Blaze. Das war wirklich eitastisch. Ja, ihr wart wirklich einomenal. Und für das Sammeln der 100 Eier kommt er nun, der Preis, der Schokoladenpokal. Ja, bitte schön, Blaze. Das ist mal ein echt leckerer Pokal. Ich wollte den Schokoladenpokal gewinnen. Hier, Crusher, du bekommst was ab. Wirklich? Ihr teilt ihn mit mir? Aber na klar. Denn schließlich warst du ja auch super im Eiersuchen. Ja, das war ich wohl, denke ich. Schokotastisch! Hey AJ, lass uns den Schokopokal doch einfach mit allen teilen. Ja! Hey ihr alle, wer möchte Schokolade? Ja! Seht mal, da rollt das Riesenfleischbällchen. Wir kommen, Crusher, und diesmal kann uns wirklich gar nichts aufhalten, denn wir haben ja Roboter-Power! Juhu, hier finde ich sicher einen Schatz mit Gold und Edelstein und ein Riesenfleischbällchen. Ein Riesenfleischbällchen? Rettet uns endlich, denn sonst rollen wir alle gleich in den stinkigen Sumpf. Psst,
Stinkiger Sumpf? Stinkiger Sumpf? Wir müssen uns beeilen. Sie dürfen nicht in den stinkigen Sumpf reinrollen. Tja, dann sollten wir jetzt lieber turbo schnell sein. Wow! Damit wir turbo schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Das Fleischbällchen zu stoppen, müssen wir fester ziehen. Helft mit! Erhöhen wir unsere Ziehkraft auf 5. Zählt bis 5 mit uns. 1, 2, 3, 4, 5! Es funktioniert! Wir werden stärker! Ja. Ihr habt recht, Hühner! Wir rasen immer noch auf den stinkigen Sumpf zu! Schon, Roboter! Wir müssen noch viel fester ziehen! Helft uns, unsere Kraft auf 10 zu erhöhen! Zählt mit uns! Fangt bei 5 an! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ach, zwecklos! Wir landen gleich im stinkigen Sumpf! Aufgeben, Roboter Blaze! Wir müssen nur noch fester ziehen! Helft uns, dass wir noch fester ziehen können! Mit einer Kraft von 15! Zählt mit uns! Fangt bei 10 an! 10 und 11, 12, 13, 14, 15! Oh ja! Roboter Power! Festhalten, Freunde! Ja, ihr habt's geschafft, Roboter! Ihr habt uns gerettet! Ist doch gern geschehen, Leute. Hallöchen, Crusher. Bist das wirklich du? Und ob, mein kleiner Freund. Und Mann, bin ich froh, dass du in Sicherheit bist. Hey, nach all der Aufregung habe ich irgendwie total Hunger. Ja, das habe ich auch. Groovy, aber wo kriegen wir jetzt was zu essen her? Tja, ich kenne deinen perfekten Ort. Und Piggy, hattest du Spaß als Roboter? Einen Riesenspaß! Riesenfleischbällchen-Spaß! Geschafft! Der erste ist abgeschaltet! Blaze! Hier drüben! Schnell, wir müssen Stripes und Starla helfen. Rostige Radkappen, dieser Roboter hat 5 Knöpfe. Um ihn abzuschalten, brauchen wir also 5 Schneebälle. Wow, ich habe 2 gemacht. Und ich habe 3. Sind das 5 Schneebälle? Ja! Juhu! Schneeballzeit! Nur
Roboter ist übrig. Und der ist hier drüben. Wow. Der letzte Roboter wirft mit noch viel mehr Schneebällen. Seht ihr das? Er hat 6 Knöpfe. Um ihn abzuschalten, brauchen wir 6 Schneebälle. Hier, ich habe so viele Schneebälle. Sind das 6? Nein, es sind nur 3. Oh, Zack noch einen hat. Wow, und ich auch. Sind das 6 Schneebälle? Ah, das sind 5 Schneebälle. Hier, noch ein Schneeball. Haben wir jetzt 6? Ja! Schnappt euch alle einen Schneeball und folgt mir! Ja! Wir haben alle Roboter abgeschaltet. Zack liebt gute Schneeballschlacht. Ja. Oh, oh, seht doch mal, da ist Crusher. Heiße Schokolade, heiße Schokolade. Oh nein. Er ist gleich bei der heißen Schokolade. Wir haben nur noch eine Chance, um vor Crusher bei der heißen Schokolade zu sein. Wir brauchen Turbo Speed. Damit wir turbo-schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ja! Endlich kriege ich alleine die ganze leckere heiße Schokolade! Was? Wir haben es geschafft! Hey, wir haben die heiße Schokolade wieder! Mhm. Und sie ist immer noch heiß und ganz köstlich. Oh, Zack freut sich schon auf heiße Schokolade. Auf uns! Auf tolle Freunde und einen schönen Tag im Schnee! Hey, sieh mal, Blaze. Eine heiße Schokolade ist noch übrig. Hm, und ich weiß, wem wir die geben. Hallo, Crusher. Wir bringen dir etwas. Auch für dich gibt's einen Becher heiße Schokolade. Für mich? Aber was ist mit den ganzen fiesen Sachen, die ich gemacht habe? Wir verzeihen dir, Crusher. Aber vergiss nicht, es macht mehr Spaß, mit Freunden zu teilen. Tja, danke. Oh, heiße Schokolade. Das ist so yummy, so lecker, so köstlich. Bauen wir die Teile und machen aus mir ein Katapult. Zuerst brauchen wir die Schaufel, in die die Wasserballons kommen. Um die Schaufel zu machen, ruft Schaufel! Schaufel! Toll! Jetzt brauchen wir den Balken, der mitschwingt, wenn man etwas abfeuert. Um den Balken zu bauen, sagt Balken! Balken! Jetzt kommt das allerschwierigste Teil, das Spannseil. Wenn das Spannseil sich dehnt, speichert es die potenzielle Energie, die unser Katapult zum Abfeuern braucht. Um das Spannseil zu bauen, ruft Spannseil! Spannseil! Oh ja! Ich bin eine Katapult-Monstermaschine! Sir Blaze, wir haben die Wasserballons gefüllt. Ei, ei, und sie sind bereit zum Abfeuern. Gut gemacht, Jungs. Und jetzt schnappen wir uns die Feuerdrachen. Ja! Hurra! Ja! Viel Glück, Sir Blaze! Das Spannseil spannt sich. Jetzt haben wir potenzielle Energie und sind bereit zum Abfeuern. Hört sich an, als kommt ein Drache angeflogen. Aber ich sehe ihn nicht.
Helft uns, den Drachen zu finden. Wenn ihr ihn seht, ruft Drache! Drache! Treffer! Juhu! Guter Schuss, Sir Blaze! Weiter geht's! Hört sich an, als wären noch mehr Drachen unterwegs. Benutzen wir unser Katapult, um sie mit den Wasserballons zu treffen. Immer wenn ihr einen Drachen seht, ruft Drache! 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 Super Schuss! Jetzt ist nur noch ein Feuerdrache übrig. Wenn ihr den letzten Drachen seht, ruft Drache! Drache! Ja, wir haben alle erwischt! Blaze, da! Crusher ist schon fast an der Ziellinie. Wir müssen ihn einholen. Zeit für etwas Turbo-Speed. Damit ich turbo-schnell werde und super-schnell fahre, sagt, gib Speed. Gib Speed. Hallo, Sir Crusher. Was? Schon wieder du? Wird Zeit rauszufinden, wer von uns schneller ist. Ein für alle Mal. Wir sehen uns an der Ziellinie wieder, Sir Blaze. Das dürfte ihn langsamer machen. Ein Matschball. Pass auf, Blaze. Diesmal klappt es nicht, Crusher. Ja. Oh nein. Igitt. Und der Sieger des königlichen Rennens ist Sir Blaze. Das Rennen gewonnen! Hurra! Gewonnen! Ein wahrlich verdienter Sieg, Sir Blaze! Ihr seid ein wahrer Champion! Oh! Der König! Der König! Höret, höret! Als Sieger des königlichen Rennens übergebe ich euch, Sir Blaze, die goldene Schwerttrophäe! Seht doch mal, da ist Crushers und Pickys Turm. Oh ja! Wir sind gleich da. Warst du das gerade, Stripes? Ich war's nicht. Hast du das Geräusch gemacht, Starla? Nein, ich auch nicht. Hast du das Geräusch gemacht, Dickhornschaf? Dickhornschaf? Na, knutsch mir die Stoßdämpfer. Das ist ein Dickhornschaftunnel. Oh Mann, wenn wir nochmal in den Tunnel fahren, schiebt uns das Dickhornschaf einfach wieder raus. Es sei denn, wir schieben zurück. Nur wer schiebt stärker als das Dickhornschaf? Ich kann das. Ich bin eine Planierraupe, die kräftigste Schiebemaschine, die es gibt. Dann leg mal los, Planierraupe Blaze. Planierraupen-Power! Wir müssen Planierraupe Blaze helfen, fester zu schieben. Das Dickhornschaf schiebt mit einer Kraft von 2.
Also brauchen wir eine Kraft, die stärker ist als 2. Welche Zahl ist größer als 2? Die 1 oder die 4? Die 4! Ja! Jeha! Rostige Radkappen! Da kommt der größte Bruder der Dickhornschafe! Schnell! Wir müssen Blaze helfen, noch mehr Schiebekraft zu bekommen. Die Dickhornschafe schieben mit einer Kraft von 9. Welche dieser Zahlen ist größer als 9? Die 10! Richtig! Planierraupen Power! Du hast es geschafft, Blaze! Du hast den Dickhorn-Tunnel freigeschoben! Jetzt können wir Crusher und Picky retten! Baufahrzeugtruppe, auf zur Rettung! Yahoo! Oh nein! Der Turm! Hilfe! Wir müssen was bauen, womit wir Crusher und Picky da runterholen können! Schnell, machen wir einen Bauplan! Wie wäre es mit etwas langem, rutschigem? Crusher und Picky könnten dann vom Turm rutschen. Wir bauen eine Riesen-Super-Rutsche. Ah, Hilfe! Los, Beeilung! Wir müssen jetzt diese Super-Rutsche super schnell bauen. Es wird Zeit für Turbo-Speed. Juhu! Ja. Damit wir turbo-schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Hurra! Hurra! Ihr habt uns gerettet! Oh, danke. Gern geschehen, Jungs. Das zeigt mal wieder deutlich, hat man die richtige Mannschaft? Gibt es nichts, was man nicht schafft! Und jetzt kommt, Freunde, auf die Rutsche! Oh, komm mit, Crusher! Wir rutschen auch noch mal! Ja, na also, einmal könnte ich doch noch... Plätze, fertig, los! Die Erde rundherum, oh, liegt auf der leckeren Stoffe. Die Erde rundherum, oh, um die Erde rundherum. Ah, oh nein, das ist Blaze! Ich versteh's nicht. Ich mogle das ganze Erdenrennen lang, aber nichts hält ihn auf. Na, sieh es mal positiv, Crusher. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen über die Vulkane da machen. Vulkane? Ja, ein paar von ihnen sind voll mit heißer Lava. Glücklicherweise bricht gerade keiner aus. Bis jetzt noch nicht. Aber mal sehen, was passiert, wenn ich meine Lava-Laserstrahl benutze. Oh nein! Durch Crushers Lava-Laserstrahl spucken die Vulkane heiße Lava aus. Das ist ein dickes Problem. Doch zum Glück wissen wir, wie man Maschinen erfindet, die Probleme lösen. Ganz genau. Spielen wir wieder Maschinenbauer. Entwerfen wir eine Maschine, die so stark ist, dass sie fliegen kann wie ein Jet. Aber sie braucht gleichzeitig auch Kraft, um die heiße Lava der Vulkane abzukühlen. Also rüsten wir unsere Maschine
mit Wasserkanonen aus. Jaha! Damit haben wir nun den allerersten Monstermaschinen-Wasserkanonen-Jet. Wasser, los! Und er funktioniert. Das Wasser kühlt die Lava und der Vulkan bricht nicht mehr aus. Haltet mit uns Ausschau nach mehr Vulkanen, dann werde ich sie mit Wasser beschießen. Wenn ihr Lava seht, ruft Lava! Lava! Wir schaffen es! Machen wir so weiter. Wenn ihr wieder Lava seht, ruft Lava! Lava! Oh yeah! Wuhu! Und geschafft, Blaze! Wir sind an allen Vulkanen vorbeigekommen! Na dann los, AJ! Beenden wir dieses Rennen! Blaze und AJ rund um die Erde! Oh nein, da kommt Blaze! Oh, er hat einen Jetflieger, der mit Wasser schießen kann. Da frage ich mich, hat er wieder Maschinenbauer gespielt? Rutsch rüber, Piki, ich mogel noch mal. Blaze, pass auf! Das war knapp. Oh nein, sieh mal, Crusher ist gleich an der Ziellinie. Er ist nah dran, aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Aktiviere Turbo Speed. Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed. Gib Speed. Und der Sieger des Rennens um die Erde heißt... Sir Crusher. Sir Crusher. Geschafft! Ich kann's kaum glauben! Wir sind um die ganze Erde gefahren und haben den größten Pokal der Welt gewonnen! Das stimmt! Denn wir als Team schaffen alles, was wir wollen! Blaze und AJ rund um die Erde! Um die Erde rundherum! Oh, nichts auf der Welt kann uns stoppen! Wir sind schon fast beim Turbo-Speed-Motor. Wenn wir so weiterfahren, müssten wir in... Oh, oh. Wie es scheint, brauchen wir wieder was, das uns Schubkraft verleiht. Hm, hier muss es doch irgendwas geben, das uns weiter antreibt. Hey, wie wär's mit dem Wind? Der kann uns sicher Schubkraft geben. Der Wind? Ja. Der Wind kann Fahrzeuge antreiben, zum Beispiel Segelboote. Wenn Wind gegen das Segel drückt, entsteht eine Kraft, die das Segelboot bewegt. Ja! Ich bin eine Segelboot-Monstermaschine! Juhu! Zeit für ein bisschen Windschubkraft! Mit diesem Segelboot kann man schön ruhig übers Wasser gleiten. Achtung! Ein Krokodil! Oh! Das Krokodil kommt immer näher! Das Krokodil bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern in der Stunde. Und ich fahre mit 3. Wer von uns ist schneller? Das Krokodil! Denn 5 ist größer als 3. Wir brauchen noch mehr Schubkraft, damit wir etwas schneller werden. Schnell, wir hissen ein zweites Segel. Seht doch nur, meine Geschwindigkeit hat sich auf 7 Kilometer in der Stunde erhöht. Wer ist jetzt schneller? Ich! Ja! Wuhu! Ja!
ist der Berg, auf dem dein Motor liegt. Auf den Berg hoch segeln geht nicht. Aber vielleicht gelingt es mir ja, da hoch zu hüpfen. Ja, genau! Eine Hüpfball-Schubkraft! Crusher ist gleich oben auf dem Berg. Gleich holt er sich den Turbo-Speed-Motor. Ich muss mir meinen Motor zurückholen, bevor Crusher dort ist. Aber wie, Blaze? Du kannst nicht fahren. Ich kann zwar nicht fahren, aber möglicherweise kann ich fliegen. Fliegen? Vielleicht kriege ich mit Hilfe der Rotorblätter genug Schubkraft zum Fliegen. Wow! Schnell, wir sammeln alle ein. Oh ja! Ich flieg jetzt mit Schubkraft. Es ist soweit. Der Turbo-Speed-Motor gehört endlich mir. Was? Tut mir leid, Crusher. Dieser Motor gehört nun mal mir. Ja! Nein! Nein, 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 nein! Ja! Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Der Motor muss wieder an die richtige Stelle. Okay, erledigt! Oh yeah! Super gemacht, Blaze! Endlich hast du wieder deinen Turbo-Speed-Motor! Lasst uns eine kleine Spritztour machen mit ein bisschen Turbo-Speed! Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Yeah! Siehst klasse aus, Blaze! Also das nenne ich mal Turbo-Schnell. Gib Speed! Okay, fahren wir zurück zu Darringtons Party mit seiner großen, leckeren Torte. Oh nein, die Torte fliegt weg. Halt, Torte! Ich will dich essen! Komm zurück! Torte! Rostfleck! Crusher will die Torte für sich haben! Aber sie ist doch für Darringtons Geburtstag! Los, komm, AJ! Wir müssen schneller bei der Torte sein als Crusher! Folge der Torte! Hey, sieh mal! Da kommt ja schon wieder Blaze! Was? Mann! Er steht wohl wirklich so richtig absolut auf Torte. Oh nein, 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 nein. Blaze darf diese Torte einfach nicht bekommen, Picky. Hey, ich hab es. Ich baue etwas, um ihn aufzuhalten. Eine super rutschige Eismaschine. Blaze kriegt mich nie, wenn überall super rutschiges Eis ist. Tja, beim Rennen um die Torte bist du wohl offenbar voll ausgerutscht. Eiskalt erwischt. Oh nein, dieses Eis ist super rutschig. Wir kommen hier überhaupt nicht weg. Um voranzukommen, brauchen wir jetzt Bewegungsenergie. Ich hab's. Wir brauchen jemanden mit Bewegungsenergie, der uns hier anrempeln kann. Genau, dann überträgt sich dessen Energie auf uns und wir gleiten übers Eis. Aber wer könnte uns anrempeln, damit das funktioniert? Oh, Dickhorn! Zeit zum Rempeln! Wir brauchen alle Bewegungsenergie, die du hast. Diesmal klappt's. Jetzt bekomme ich endlich diese große, super leckere. Wir haben sie! Wir haben die Torte gerettet!
gerettet. Aber ich wollte diese Torte doch essen. Aber die Torte ist doch nicht für mich. Sie ist für Darringtons Geburtstag. Ja, das ist seine Geburtstagstorte. Seine Geburtstagstorte? Oh, pft, das wusste ich nicht. Tut mir echt leid. Ist schon okay, Crusher. Nicht einmal ich würde einem anderen die Geburtstagstorte wegessen. Obwohl, gewollt hätte ich das eigentlich schon ganz gern. Hey, Crusher, vielleicht hast du ja jetzt endlich Zeit für den Brief. Meinetwegen. Vicky, das ist eine Einladung. Eine Einladung zu Darringtons Geburtstagsparty. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was denn? Es bedeutet, wir fahren zu einer Party und essen da die Torte. Wir fahren zu einer Party und essen da die Torte. Leute, es gibt da nur ein Problem. Darringtons Party fängt gleich an. Oh, wie, was, jetzt schon? Oh nein, wie sollen wir denn die Torte da noch rechtzeitig hinkriegen? Ach, keine Sorge, wir benutzen einfach unseren Turbo Speed. Damit wir Turbo Speed bekommen und super schnell Darringtons Party erreichen können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Blaze ist wieder da! Und er hat meine Torte! Super! Yeah! Gerade noch im richtigen Moment! Seht mal! Die Partygäste sind schon alle da. Happy Birthday, Darrington! Kommt nur rein, Freunde. Jetzt ist Partyzeit. Super! Alter, das ist mega cool hier. Upsi! So lecker! Blaze, dank dir ist das der beste Geburtstag aller Zeiten! Gern geschehen, Darrington! Happy Birthday! Matrosenleinen los! Und setz die Segel! Ah, gib Speed! Gib Speed! Der Wind weht durch den Bart! Ahoi! Wir gehen auf große Fahrt! Yeah! Gib Speed! Gib Speed! 1, 2, 3 und 4! Es geht los! Folge mir! 7, 8! Gib Speed! Gute Neuigkeiten! Laut dieser Schatzkarte muss der grüne Smaragdschlüssel irgendwo ganz in der Nähe sein. Haha, dann halten wir Ausschau nach ihm. Wenn ihr den Schlüssel seht, ruft Schlüssel! Schlüssel! Haha, da ist er! Aber halt, eigenartig. Ich sehe ein weiteres Schiff mit einem Dekon. Zappalot noch eins. Das sind... Ja! Dekon-Piraten! Die Dickhorn-Piraten rammen unser Schiff! Ei, Schiffe rammen ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Oh nein! Die Dickhorn-Piraten versperren uns den Weg zum letzten Schlüssel! Oh, weh mir! Jetzt werden wir den Schlüssel nie bekommen! Nicht aufgeben, Rotbart! Um an den Dickhörnern vorbeizukommen, brauchen wir eine Maschine, die ihre Schiffe einfach aus dem Weg pustet. Wir brauchen eine Wirbelwindkanone! Wisst ihr noch? Ein Strudel entsteht, wenn sich eine Flüssigkeit im Kreis dreht. Bei einem Wirbelwind ist es genauso, nur dass sich hier die Luft im Kreis dreht. Und wenn diese rotierende Luft auf das Schiff der Dickhörner trifft, wird es weit weg gepustet. Schiff voraus! Eins der Dickhorn-Piratenschiffe segelt auf uns zu! Helft mir, die Wirbelwindkanone auszurichten. Wenn wir dorthin zielen, trifft unser Wirbelwind dann das Dickhornschiff?
Nein. Rotbart, lenk das Schiff ein wenig nach rechts. Ei, ei, AJ. Trifft unser Wirbelwind jetzt das Dekornschiff? Ja! Yo, ho, Wirbelwind! Captain Dekorn! Wenn wir dorthin zielen, trifft unser Wirbelwind dann das Schiff von Captain Dekorn? Nein! Ja! Rotbart, weiter nach links! Ei, ei! Trifft unser Wirbelwind jetzt Captain Dekorns Schiff? Nein, wir müssen wieder ein Stück weiter nach rechts. Ja! Trifft unser Wirbelwind jetzt Captain Dekorns Schiff? Ja! Joho, Wirbelwind! Und jetzt holen wir uns den Smaragdschlüssel. Oh, die Schlüsseljagd, sie ist vorbei. Zwei hatten wir. Und jetzt sind's drei. Also dann, Crew. Rein mit den Schlüsseln, okay? Blauer Saphirschlüssel. Roter Rubinschlüssel. Grüner Smaragdschlüssel! Die Truhe öffnet sich. Macht euch alle bereit. In wenigen Sekunden sehen wir endlich den Schatz. Es sind goldene Luftballons. Wow! Wow! Seht mal, da ist noch mehr. Goldene Musikinstrumente. Wow! Potz, Blitz und Donner. Goldene Piratenhüte. Wow! Hüte, Musik und Luftballons. Unglaublich, Leute. Der goldene Schatz ist eine Piratenparty. Yippie! Ho, ho, ho. Sapperlock noch ein. Elektrische Aufladung. Elektrizität, finden sich kleine Teilchen, die Elektronen liefern Energie, unseren Strom. Die Elektronen. Durch Drähte fließt der Strom in alle Maschinen und powert jede Ladestation. Wir tanken Saft, starten durch mit Kraft. Elektrizität braucht man früh und spät. Elektrizität, Energie hast du sofort. Wenn sie fließt von Ort zu Ort. Elektrizität braucht man früh und spät. Elektrizität, gib mir Strom. What? Da oben sind sie. Gabi, AJ, wir kommen. Oh, da ist ein Verkehrsstau. Der darf uns aber nicht aufhalten. Also müssen wir irgendwie um den Stau herumfahren. Blaze, what? Da! Da ist ein Tunnel! Wir können durch den Tunnel unter dem Stau durchfahren! Komm schon, Blaze! Hier geht's lang! Oh, wow! Ist das dunkel hier unten? Ich kann gar nichts mehr sehen! Na, da kann ich doch helfen! Elektrische Aufladung! Rostfleck! Wir sind in einer U-Bahn-Station! Wow! Sieh dir die Schienen an! Über diese besonderen Schienen bekommen U-Bahn-Züge den Strom zum Fahren. In den U-Bahn-Schienen fließt Elektrizität. Und wenn der Zug die Schienen berührt, fließt der Strom in den Motor und der Zug kann fahren. Also, den Strom haben wir ja jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zug. Oh ja! Jetzt bin ich eine U-Bahn-Monstermaschine! Wow! Das ist fantastisch! So haben wir die beiden im Nu eingeholt! Oh, oh! Siehst du das?
Gegner liegt was auf den Schienen und versperrt uns den Weg. Schnell, Blaze! Spring auf ein anderes Schienenpaar rüber! Helft uns, die Schiene zu finden, auf der nichts liegt. Auf welcher können wir sicher weiterfahren? Auf der gelben Schiene, auf der blauen oder auf der roten? Auf der roten Schiene! Ja! Da liegt nichts drauf! Festhalten, Watts! Ja! Juhu! Geschafft! Oh oh! Und welche Schiene ist jetzt dran? Die gelbe Schiene! Spring rüber, Blake! Okay! Juhu! Wuhuhu! Wir haben's geschafft! Ladies and Gentle Trucks, es wird Zeit, das Rennen zu starten! Ja! 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 Rennfahrer, seid ihr bereit? Bin bereit. Ich bin ja auch der Einzige hier. Auf die Plätze. Fertig. Hä? Wartet einen Augenblick. Nein, nicht warten. Kann es sein? Ich hoffe nicht. Es sind Blaze und AJ und Watts und Gabby. Sie sind zurück. Rennfahrer, auf die Plätze. Fertig. Los. Sind direkt hinter mir. Ich muss was tun, um sie aufzuhalten. Ich muss. Puh, schummelt. Oh, da vorne. Crusher hat die Rennstrecke blockiert. Na, das kann uns doch nicht aufhalten. Hey, Jay. Gabby. Drückt auf die Tube. Geschafft. Was für ein elektrotastisches Rennen! Was für ein Finale! Sie haben die Menge hier wirklich unter Strom gesetzt! Alles klar! Jetzt bin ich eine richtige Abrissbirne! Monstermaschine! Du siehst gut aus, Blaze! Mach dich bereit! Crushers Kanone schießt gleich noch mehr Ananasse hierher! Immer wenn ihr eine Riesenananas seht, ruft Ananas! Ananas! Gut gemacht! Macht weiter! Jedes Mal, wenn ihr wieder eine seht, ruft Ananas! 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 Leb wohl, du gigantische Ananaskanone! Toller Schlag, Blaze! Jetzt müssen wir los und den Kolben finden, bevor Crusher ihn hat! AJ, drück auf die Tube! Mit diesem Kolben bin ich endlich der beste Monster-Truck der ganzen Welt! Ich muss ihn nur noch aus dem Matsch da holen, dann gehört er mir! Lass ihn los, Crusher! Es ist Blaze! Ja, Piggy, ich weiß, wer er ist. Dieser Kolben gehört Starla, verstanden? Ha! Tja, jetzt gehört er mir und ich gebe ihn nicht zurück! Wir müssen Blaze helfen, ihn zu kriegen. Visierblick aktivieren! Jetzt können wir sehen, wie kräftig jeder zieht. Blaze Kraft ist 5 und Crushers Kraft ist 4. Welche Zahl ist größer? 5 oder 4? 5, ja! Das bedeutet, Blaze zieht mit mehr Kraft. Crusher, ich denke, er gewinnt. Das denke ich nicht!
Blaze muss mit einer Kraft ziehen, die größer ist als 7. Welche Zahl ist größer als 7? 10! Richtig! Oh ja! Wir haben den Kolben! Klasse! AJ, drück auf die Tube! Jay, schon zurück? Und nicht nur das, Darla. Oh, ihr habt meinen Kolben! Ja! Ja, klasse! Das habt ihr gut gemacht. So, funktioniert wieder. Und, Darla, wie geht's dir? Schlag ein! Ach, Jungs, ich kann euch zwei gar nicht genug für eure Hilfe danken. Das haben wir doch gern gemacht. Ein Glück geht's dir gut und du kannst wieder Rennen fahren. Hm, das ist wahr. Ich kann wieder Rennen fahren. Hey, Leute! Wer will ein Rennen fahren? Ich will, ich will! Zack liebt Rennen! Und ich auch! Yeah! Was meinst du, AJ? Fahren wir auch? Bereit und startklar! Ja! Juhu! Los geht's! Dann komm, Blaze! Wir müssen ein paar Ranken fällen. Jetzt fehlt nur noch eine Bohnenranke und darauf sitzt Darrington. Darrington! Tada! Danke, Blaze! Blaze ist Retter! Seht mal, da kommt Gabby! Blaze, da bist du ja! Du und dein Team, ihr müsst euch beeilen! Das Trackball-Turnier fängt gleich an! Oh oh, wenn wir nicht schnell genug da sind, können wir kein Trackball spielen! Keine Sorge, Team! Ich bringe uns rechtzeitig hin! Yeah! Wir können mit Turbo-Speed fahren! Und sind super schnell! Damit ich Turbo schnell fahren kann, sagt... Gib Speed! Gib Speed! Okay, Teams, jetzt spielen wir Truckball! Spielt seinen Gegner aus. Tor! Ein Punkt für Team Blaze. Klasse! Yeah! Und noch ein Tor. Punkt für Team Crusher. Ist schon gut. Ball okay. Nächstes Ball läuft besser. Yay! Daring Time! Das war bestimmt mit Absicht. Buh! Yeah! Was für ein Spiel! Jedes Mal, wenn ein Team getroffen hat, trifft danach gleich das andere!
andere. Time out! Wow, es steht unentschieden. Das Team, das den nächsten Punkt macht, gewinnt. Kopf hoch, Team. Das schaffen wir doch. Wir müssen nur zusammenarbeiten und noch einen Punkt machen. Wir schaffen das! Okay, Jungs, hört zu. Es gibt nur einen Weg, wie wir Team Blaze schlagen können. Durch Teamwork? Nein. Durch Schummeln. Ich habe die perfekte Idee, wie wir es dem Blaze-Team vermasseln. Eine Ölkanne mit super rutschigem Öl. Weiter geht's. Viel Glück, Crusher. Ich werde kein Glück brauchen. So ein Rost! Der Ball ist mir weggerutscht. Hier ist meine Chance zu gewinnen. Oh nein! Schnell, Blaze! Crusher macht sonst den letzten Punkt. Gleich habe ich gewonnen. Zu dir, Zack! Zack! Tor! Team Blaze hat gewonnen! Team Blaze hat gewonnen! Yeehaw! Ja! Was für ein Spiel! Wir haben gewonnen! Ihr wart großartig, Leute! Wir wussten, dass ihr das schafft! Das war ein grandioses Spiel, Freunde! Wir sind ein fantastisches Team! Team, Team, Team! Yeehaw! Geht mir aus dem Weg, ihr Törtchen! Okay! Gleich geschafft! Es ist nur noch ein Kuchenberg übrig. Der Obstkuchenberg. Die vielen Obstkuchen sind super schwer. Unser Schaufelbagger braucht viel mehr Kraft. Er bekommt seine Kraft über den Hydraulikzylinder. Und um die vielen Obstkuchen hochzuheben, brauchen wir eine Kraft von 10. Macht mit! Zählt mit mir bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und geschafft! Puh. Es war gut, dass ich die zusätzliche Kraft bekommen habe. Blaze, da sind die Robobäcker. Schnell, schalten wir sie ab. Geschafft. Kein verrücktes Backen mehr für euch. Yeah! Gut gemacht, Blaze. Aber was machen wir jetzt mit all dem Essen? Vielleicht kann ich ja helfen. Das ist Schutti. Ho, ho, hier sieht's aber schlimm aus. Schutti ist ein Müllwagen. Er kann uns helfen, den Kuchen wegzuschaffen. Stimmt's? Dafür bin ich da. Ihr beladet mich, ich schaffe es weg. Also das nenne ich Putzaktion. War nett, mit euch zu arbeiten, Freunde. Ciao, Schutti. Danke. Wir müssen diesen riesen Robobäcker abschalten. Und zwar schnell. Aber wie schaffen wir das, ohne von den Torten getroffen zu werden? Ich weiß es. Prüfen wir doch ihre Flugbahnen. Visierblick aktivieren. Eine Torte wird auf der rosa Decke landen, eine andere auf der lila Decke und eine weitere auf der blauen Decke. Das bedeutet, wir sind in Sicherheit, wenn wir auf die rote Decke fahren. Geschafft! Und
Weiter geht es. Achtung, Blaze. Der Robobäcker schleudert gleich noch mehr Torten. Bald. Seht euch die Flugbahnen ganz genau an. Welche Decke wird nicht von einer Torte getroffen werden? Backen, 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 backen. Die lila Decke, ja! Backen, 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 backen. Gut, Blaze! Backen, backen, backen. Beeil dich, Blaze! Wir sind gleich bei ihm! Backen, backen! Er wirft gleich noch mehr Torten! Schnell! Welche Decke wird jetzt von keiner Torte getroffen werden? Backen, 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 backen! Die blaue! Backen, backen, backen! Ja, nicht einen Krümel abgekriegt. Schneller, Blaze. Jetzt können wir den Abschaltknopf drücken. Alles klar. Ja, wir haben den letzten Robobäcker abgeschaltet. Blaze, AJ, das war ja unglaublich. Ihr habt sie alle abgeschaltet. Wie kann ich mich dafür bedanken bei euch? Oh, das war doch ganz leicht. Ja, so leicht wie ein Stückchen Torte. Oh. Blaze, was machen wir denn jetzt mit all den Torten im Park? Ich weiß was. Mit Turbo Speed machen wir super schnell alles wieder sauber. Und damit ich alles super schnell wegfegen kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Triebwerke! Auf die Plätze! Fertig! Zündung! Schubkraft, Energie, schnell wie nie, die Triebwerke starten! Beim Weltraumrennen steuern mit, ganz im Saft, voller Kraft, worauf sollen wir warten? Beim Weltraumrennen! 3, 2, 1, los! Sausen schnell beim Weltraumrennen, sternenklares Weltall. Los, los, los! Weltraumrennen, wir sind viel schneller als Lichtgeschwindigkeit. Für den Sieg bereit. Oh, 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 oh. Weltraumrennen. Oh, 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 oh. Beim Weltraumrennen. Mich hat grad was geschubst. Uns hat auch was geschubst. So, so. Wir werden alle geschubst von Weltall-Dickhörnern. Oh Mann, das ist übel. Wir können das Rennen nicht beenden, wenn wir nicht an ihnen vorbeikommen. Keine Sorge, Aliens. Wir kommen schon an ihnen vorbei. Ja, wir müssen unsere Raumschiffe nur so lenken, dass sie uns nicht schubsen können. Dafür brauchen wir Schubkraft. Im Moment geben uns unsere Triebwerke einen Schub, der uns vorwärts treibt. Aber wenn wir unsere Triebwerke drehen, dann kann ihre Schubkraft uns entweder nach oben, nach unten oder in jede andere Richtung schieben. Schnell, Schubrichtung ändern. Raumschiff Blaze. Weiter geht's, Freunde. Fliegt mir nach. Helft mir, nach mehr Weltall-Dickhörnern zu suchen, damit wir ihnen ausweichen können. Wenn ihr einen Weltraum-Dickhorn seht, ruft Weltall-Dickhorn. Weltall-Dickhorn! Schubrichtung ändern! Und geschafft! Wieder ein super Schubansatz! Jetzt fehlt nur noch ein Weltall-Dickhorn. Helft uns beim Suchen! Wenn ihr das letzte Weltall-Dickhorn seht, ruft Weltall-Dickhorn! Weltall-Dickhorn!
Mission ändern! Hurra! Gut gesteuert, Astronaut AJ! Gut geflogen, Raumschiff Blaze! Und da! Seht ihr den Planeten? Dort befindet sich die Ziellinie! Oh nein! Und Crusher ist schon fast da! Ich gewinne das Weltraumrennen und werde Champion des Universums! Ich, Weltraum Crusher! Damit ich und meine Alien-Freunde Turbo schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ich bin gleich da. Jetzt schnell noch ein Foto von mir, wie ich gewinne. Sag-Chi! Sag-Chi! Ja! Wir haben's geschafft. Wir haben das große Weltraumrennen gewonnen. Tja, Freunde, das Rennen ist vorbei. Aber wir haben ja immer noch unsere Raumschiffe. Ja! Was haltet ihr davon, wenn wir noch mal gemeinsam fliegen? Ja! Dann los! Wuhu! 3, 2, 1, los! Tausend Schnippen, Weltraum, rennen. Wir sind viel schneller als Lichtgeschwindigkeit. Für den Sieg bereit. Weltraumrennen! Beim Weltraumrennen! Großartig! Wir haben es geschafft! Super gemacht, Blaze! Ich wusste, du kannst das! Danke, AJ! Aber ohne dich wär's nicht gegangen! Du bist der beste Freund, den ein Monster Truck jemals hatte! Beste Freunde schaffen eben alles! Die Melodie bedeutet, dass das Rennen gleich anfängt! Wir müssen schnell zurück zum Start, bevor es zu spät ist! AJ! Drück auf die Tube! Yeah! Der Sieg gehört schon mir, denn Blaze ist ja nicht hier. Dann wird's dich überraschen, sehr, denn der Blaze kommt wieder her. Da ist Blaze! Er ist gerade noch rechtzeitig zurück, um beim Rennen zu starten. Oh ja! Viel Glück, Blaze! Hey, Crusher, hast du mich vermisst? Rentrax, startet die Motoren! Wer als Erster durch die Ziellinie oben auf dem Drachenberg fährt, gewinnt! Ha! Und das bin auf jeden Fall ich! Das werden wir ja gleich sehen, Crusher. Auf die Plätze, fertig, los! Blaze, 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 Blaze! Los, Crusher! Ich weiß auch schon wie. Ich werde schimmeln. Ein letztes Mal.
Achtung! Puh, das war knapp. Sieht aus, als ob ich der Erste wäre an der Ziellinie. Niemals! Wir können ihn immer noch einholen. Komm schon, Blaze. Es wird Zeit für den Turbo Speed. Du sagst es, AJ. Jetzt brauche ich eure Hilfe, damit Blaze super schnell fahren kann. Ruft, gib Speed! Gib Speed! Da ist die Ziellinie. Jetzt kann ich nicht mehr verlieren. Hi. Blaze und AJ gewinnen. Das ist ja unglaublich. Was für ein Rennen, Leute. Crusher dachte, wenn er schummelt, gewinnt er. Aber er hat dabei eins vergessen. Beste Freunde schaffen alles. Hört euch nur diesen Beifall an. Ich kann nicht glauben, dass sie mich schon wieder besiegt haben. Eklig. Drachenatem. Oh, nicht schon wieder.